Nach der unterlassenen Hilfeleistung von Jerome Powell gestern, als er nichts dazu gesagt hat, dass die Renditen gestiegen sind, keine verbale Intervention gemacht hat, ist eines sehr wahrscheinlich, nämlich, dass der März sehr turbulent wird. Das liegt an vielen Faktoren. Ein Faktor ist, dass diese unterlassene Hilfeleistung nicht mehr korrigierbar ist, weil wir jetzt in die Blackout Period eingetreten sind. Das heißt, Fed-Notenbanker dürfen sich jetzt vor dem nächsten Treffen am 16. 17. März nicht mehr öffentlich äußern. Das heißt, von der Seite kann keine Hilfe mehr kommen. Und das zweite ist, Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes. Und so wie die Investoren positioniert sind, nämlich sehr extrem in vielerlei Hinsicht, ist da sehr viel Schmerz zuzufügen, sehen wir Squeezes an allen Fronten wahrscheinlich, die am Anleihemarkt passieren, aber auch an den Aktienmärkten passieren, die vielen sehr, sehr wehtun werden. Bisher war das ja ein einfaches Spiel. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten sind auch gute Nachrichten, schlechte Nachrichten waren gute Nachrichten, weil man sich gesagt hat, ja gut, dann mehr Stimulus, dann mehr Fed-Intervention etc. Jetzt, und das haben wir heute an den US-Arbeitsmarktdaten gesehen, sind gute Nachrichten schlechte Nachrichten oder zumindest nicht wirklich gute Nachrichten, denn mit diesen guten Konjunkturdaten wie heute den Arbeitsmarktdaten, da steigen eben die Inflationserwartungen und damit steigen auch die Renditen und das ist derzeit das ganz große Thema. Schauen wir uns mal einen Cartoon an, der vielleicht die Dinge so ein bisschen auf den Punkt bringt. Da ist ein Kommentator an der Wall Street und sagt, ja, heute sind die Aktienmärkte zunächst mal stark gestiegen, weil die Zinsen gefallen sind. Dann allerdings ist man sich klar geworden, dass diese niedrigen Zinsen letztendlich zu inflationärem Druck führen würden. Dadurch sind dann die Märkte dann wiederum gefallen. Dann allerdings hat man sich gesagt, naja, aber wenn die Zinsen niedrig sind, dann ist das doch gut für die schwächelnde Wirtschaft. Also sind die Märkte wieder gestiegen, bis sie dann wieder gefallen sind, weil man sich gesagt hat, ja, aber wenn dann die Wirtschaft überhitzt, dann muss die Notenbank die Zinsen anheben. Also das bringt so ein bisschen das auf den Punkt, was vielleicht im März zu erwarten ist. Das wird choppy, das wird volatil, das geht Ausschläge in eine Richtung extrem, Ausschläge in die andere Richtung extrem. Derzeit sind die Ausschläge eher nach unten ausgerichtet, aber wir werden Squeezes sehen auf beiden Seiten nach meiner Überzeugung und ich versuche gleich mal zu zeigen, warum. Wir haben nämlich jetzt natürlich die blöde Situation, wie Sven Henrik hier auf den Punkt bringt, the better the economy, the weaker the case for more money printing. Und das ist genau das Problem. Je besser jetzt die Wirtschaft ist, umso weniger ist eigentlich eine Rechtfertigung der Fall oder kann der Fall sein, dass die Fed hier weiter irgendetwas tut. Ist ja auch die Frage, hat Jerome Powell hier mit der unterlassenen Hilfeleistung versucht, ein bisschen Luft aus den überhitzten Aktienmärkten rauszulassen. Ich merke das ja auch in den Kommentaren auf YouTube vor allem, nicht bei Finanzmarktwelt, da sind eher kundigere Leute dabei. Aber bei YouTube viele, die eben sagen, ja, Stocks always go up und meinen das auch völlig ernst. Also da wird nie eine Korrektur kommen, all das sei doch Boomer-Geschwätz etc. Und das ist natürlich eine Stimmung, die natürlich so ein bisschen an die Dotcom-Blase erinnert und der Jerome Powell weiß und die Seinen wissen darum, was da eigentlich am Markt der Fall ist. Also ist vielleicht das Beste, damit dieses Narrativ ewig steigender Märkte wieder eintreten kann, stop all that disorderly free market price discovery, also stoppt endlich diese unordentlichen Märkte, die frei sind. Genau das hat ja Jerome Powell gestern gesagt. Erst wenn wir wirklich Turbulenzen sehen, was die Finanzkonditionen betrifft, würden wir eingreifen und da sind wir noch ein gutes Stück weit entfernt, also wird die Fed erstmal nichts tun. Aber um das zu stoppen, da muss eben so etwas wie die Yield Curve Control her, so ein fast ironischer Kommentar von Sven Henrik. Und manche sind richtig sauer, wie zum Beispiel JP Morgan. How long can this last? Look toward the Fed's March 17th meeting, where we may see Powell use his words a bit more judiciously. Also ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen, er wird den Märkten dann etwas mehr bieten müssen, aber das ist eben noch lange hin. Wir haben dann auch noch den großen Verfall dann in dieser Woche. Also das wird dann ein ziemlich heftiges Ding. Da werden Optionen verfallen und wie gesagt, die Leute, die Investoren, die sind sehr extrem positioniert. Dazu kommt, dass die Fed jetzt, und das ist auffällig, immer passiver geworden ist. Hier solche Phrasen wie sometime, a long way, also praktisch diese Unsicherheit, mal gucken, was wir so machen, nix gewiss, weiß man nicht, wie es auf Bayerisch heißt, ja. Das ist bei der Fed enorm auffällig in letzter Zeit, dass sich solche Begrifflichkeiten alleine hier schon stark vermehrt haben und letztendlich, so sagt es zumindest die Bank of America heute, wird nichts anderes übrig bleiben, als eine Yield Curve Control zu machen, weil die Renditen steigen und da muss die Fed irgendetwas tun. Yield Curve Control, ja, okay. Jetzt
sehen wir natürlich, dass die Anleihemärkte ziemlich Gas geben. Heute durch die guten US-Arbeitsmarktdaten, wie gesagt, die Rendite über die Marke von 1,61% gestiegen, damit den höchsten Punkt aus dem Februar rausgenommen. Und insgesamt sehen wir, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt den drittschlechtesten Start in ein Jahr hat, seit dem Jahr 1830, also seit vorgestern um und bei. Da war ich auch noch relativ jung und habe manches noch nicht begriffen, damals im Jahr 1830. Aber jedenfalls sehen wir, das ist schon eine ziemlich miese Performance. Das gab es nicht sehr oft. Ich hatte schon öfter eine Grafik gezeigt, dass Anleihen eigentlich immer super gelaufen sind, also die Kurse der Anleihen gestiegen sind. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber eben noch scheint die Schmerzgrenze der Fed nicht erreicht. Und diese Anleihen, die sind extrem überverkauft. Hier sehen wir den TLT, ein ETF, das länger laufende US-Staatsanleihen abbildet. Und hier sind wir eigentlich so überverkauft wie noch nie in der Geschichte. Gut, so lange gibt es diesen TLT noch nicht, also etwas kürzer als seit 1830, aber es ist eben so, dass wir da schon sehr, sehr überverkauft sind und das bedeutet, dass wir da auch Squeezes sehen können. Alle Welt ist jetzt long in Rendite, respektive short in US-Staatsanleihen, weil man eben sagt, ja, die Rendite muss nach oben. Und man hat natürlich recht, wenn man sich die Preisentwicklungen anschaut, dann muss da etwas passieren. Also wird man versuchen, hier den Preis nach oben zu treiben. Aber das kann Gegenbewegungen geben, weil dann plötzlich irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Dann sitzen alle auf derselben Seite des Bootes. Das Boot kann kentern. Das ist genau das Thema. Die EZB, by the way, geht hier einen ganz anderen Weg. Die haben schon klar gemacht, also passt auf, wenn hier die Anleiherenditen steigen, dann werden wir einfach mehr Anleihen kaufen. Guckst du hier? Also ganz andere Rhetorik. Die Fed ist jetzt sozusagen allein zu Hause. Während Bank of Japan, EZB, Bank of Australia hier ganz anders agieren und sich positionieren. Und das gibt Aufwertungsdruck auf den Dollar. Das sieht man hier schon. Da sind wir jetzt auf dem Weg nach oben. Und das ist so eine Parallele ein Stück weit zu dem Jahr 2017 bis 2018. Also genauer gesagt September 2017 bis August 2018. Ganz ähnlicher Chartverlauf. Geht erst runter, dann kommt so eine Bodenbildung. Mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber der Boden wird festgetreten. Und dann geht es nach oben. Auch das ist jetzt ein Szenario, das nicht gerade unwahrscheinlich ist. Und das ist nicht so schön normalerweise für die Aktienmärkte. Apropos Aktienmärkte, hier sehen wir eine Art Schizophrenie. Wir haben es praktisch seit 40 Jahren mit einer einzigen Ausnahme nicht mehr gehabt, nämlich dass die Dinge so sind, dass wir so viele Aktien ihr 52-Wochen-Hoch haben erreichen sehen, also vor allem solche Geschichten aus dem Ölsektor, und gleichzeitig so viele ihr 52-Wochen-Tief, 52 Wochen, also praktisch höchster Stand seit einem Jahr oder tiefster Stand seit einem Jahr. Das ist der zweite größte Wert, den wir gestern gesehen haben, seit dem Jahr 1984, und Sentiment Trader merkt an, Split Markets have a strong tendency to be not bullish, also wir haben eine starke Tendenz, nicht bullish zu sein. Also noch an die Möller, erst hast du kein Glück und dann kommt noch Pech dazu, ja, könnte man auch sagen. Also dann wird es turbulent bleiben und hier sehen wir mal Aktienmärkte an der Wall Street in Zeiten einer steigenden Inflation und in Zeiten eher einer sinkenden Inflation. Steigende Inflation sehen wir unten, nicht so berühmt die Performance. Und also steigende Inflation unten dieser Graph, da passiert nicht viel, das ist zumindest nicht positiv, während es positiv ist für die Märkte, wenn die Inflation nach unten geht. Also da wäre vielleicht doch ein Nachdenken über steigende Verbraucherpreise als Gefahr, zumindest als Bremsklotze für die Aktienmärkte. Und jetzt sehen wir, ja, schon seit Monaten kann man sagen, extreme Positionierungen, Optionsmarkt in einzelnen Aktien etc. etc. Diese Specs, all, man könnte die Dinge aufzählen, es wäre der Tag zu kurz dafür. Aber jetzt sehen wir, dass sowohl beim Nasdaq auf der Short-Seite extremes Volumen jetzt geschoben wird. Und zwar mit einem dreifach gehebelten Short, SQQQ. Das wird hier als Call auch handelbar. Das heißt, ich kann sozusagen mit einem Call auf eine steigende Vola, auf einen Preisverfall beim Nasdaq wetten. Da ist das Volumen riesig, aber auch bei den Long-Positionierungen auf den Nasdaq ist das Volumen riesig und vor allem das Volumen ist riesig auf der Long-Seite bei einzelnen Aktien. Und interessant ist vielleicht, wenn wir uns mal wieder ein bisschen zurückblicken, in die späten 90er Jahren, da hatte der S&P 500 Tech, also die Tech-Werte im S&P 500, im März 2000 sein Allzeithoch erreicht. Und dann folgten aber die anderen Sektoren erst 14 Monate später. Also Tech ist oft so ein Frühindikator. Möglicherweise hat das etwas zu sagen, dass Tech relativ schwach ist on the long run.
also nichts jetzt fürs Intraday-Trading, aber eben in der Perspektive einer längeren Entwicklung könnte das sein. Eines der Opfer heute Tesla. Zwischenzeitlich habe ich schon gesehen, 11% im Minus. Und jetzt ist die Situation, dass die deutschen Autobauer, deren Kurse ja eher stabil sind oder sogar steigen, wie VW vor allem, jetzt nur noch ein Fünftel der Marktkapitalisierung aufweisen, zum Beispiel Volkswagen als der größte Autokonzern der Welt. Davor hatten wir ja noch ganz andere Verhältnisse, da war Tesla mit über 800 Milliarden und VW noch unter 100, da hatten wir also das Achtfache, aber so schnell kann es gehen. Und ich meine, es ist natürlich total ungerechtfertigt, wenn wir sehen, dass Tesla hier extreme Marktanteile hat und ja, also man muss schon sehr genau hingucken, um auf der Straße mal einen Nicht-Tesla zu erblicken, selten, und dementsprechend wird das natürlich nur von vorübergehender Dauer sein, das scheint mir sicher. Und wir sehen so ein bisschen Parallelen Februar 2020, Februar 2021, natürlich werden wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht einen solchen Crash sehen, aber wer weiß, wie damals Februar beginnend, wir haben auch im gleichen Hoch, am gleichen Tag, so muss es heißen, am 19. nämlich, jeweils das Intraday-Hoch erreicht, also 19. Februar 21 und 19. Februar 2020. Damit ist nicht gesagt, dass es jetzt stark nach unten geht, aber es ist wild. Es wird wild bleiben. Es wird auf der einen Seite diejenigen erwischen, die Short stehen, weil dann kommt auch mal eine massive Zwischenrallye bei den Aktienmärkten, und auf der anderen Seite wird es die erwischen, die extrem positioniert in einzelnen Aktien stehen, die werden gesqueezed, also da wird viel, viel Schmerz passieren, und schmerzhaft, das gilt auch für den Anleihenmarkt, eben aufgrund dieser extremen Short-Positionierung bei den US Treasuries, und schmerzhaft ist derzeit eben auch das, was wir im Ölsektor sehen. Öl, Brent ja heute ist erst einmal über 69 Dollar gestiegen, und auch an der Tankstelle merken wir das natürlich noch in Deutschland hier durch die Erhöhung der CO2-Abgabe und das Wiederaufschrauben der Mehrwertsteuer. Da hat man noch einst im wunderbar freundlichen November so Preise um 1,25 bezahlt, und jetzt kann man schon froh sein, wenn man unter 1,50 einen Liter super tankt. Also da sehen wir die Inflation, da spüren wir sie geradezu, aber Firmen spüren diese Inflation, spüren die Preissteigerungen, und die Renditen gehen in die Richtung, wo die ökonomische Realität ist. Die Frage ist nur, können die Notenbanken wieder einmal die Dinge so verzerren, dass keine freien Märkte hier der Fall sind? Es ist lange gelungen, die Inflation ist ein Geist, der aus der Flasche ist, der nicht oder ganz schlecht beherrschbar ist für die Notenbanken. Dementsprechend wird das eine wilde, eine turbulente Zeit, und ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische am Montag. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Machen Sie es gut. Ein wunderschönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Bis dann. Servus und ciao.